Volle Deckung. Ein Podcast von DKM 365. Von Profis für Profis. Der Finanz- und Versicherungsbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Volle Deckung von DKM 365. Mein Name ist Nicolas Vogt. Ich bin Versicherungsmakler und Geschäftsführer der WBV-Gruppe. Und heute habe ich Walter Stöcker von der Haftpflichtkasse zu Gast. Walter Stöcker ist seit 2009 Prokurist und Abteilungsleiter Vertrieb bei der Haftpflichtkasse. Herzlich willkommen hier bei Volle Deckung, lieber Walter. Ja, Nico, danke dir. Ja, Walter, wir hatten uns neulich unterhalten über das Thema, wie kann eigentlich ein Versicherer beim Thema Kundengewinnung und Kundenbindung jetzt gerade in diesen aktuellen Krisenzeiten unterstützen. Wir haben jetzt seit einigen Jahren hoffentlich bald abklingend die Corona-Krise. Wir haben den Ukraine-Krieg. Also an Krisen mangelt es aktuell nicht. Und den ein oder anderen Kollegen belastet das ja schon. Und ihr als HK, als Haftpflichtkasse, habt ja den Leitsatz, wir versichern Menschen, keine Risiken. Wie stellt sich das denn konkret dann da unter diesem Gesichtspunkt? Also wie unterstützt ihr hier aus eurer Sicht die Maklerkollegen? Ja, wie unterstützen wir? Das hängt einmal damit zusammen, wenn wir uns die Tarife anschauen, dass wir auf die aktuellen Krisen halt eingehen. Das war bei der Corona oder bei Corona so, dass wir gesagt haben, in der Unfallversicherung werden Impfschäden mitversichert ohne mehr Prämie in den Tarifen. Das heißt, dass wir in der Privathaftpflichtversicherung Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen oder woanders herkommen, die ich unterbringe in meinen Räumen, ebenfalls mitversichere. Also das ist ein Maßnahmenkatalog, der einmal auf die Tarife abzielt und dann zweitens natürlich auch den Bereich Service. Was wir sagen, wir hatten das bei Corona so, dass unter Umständen Unternehmen nicht mehr zahlungsbereit waren aufgrund der Ausfälle, die sie bei den Aufträgen hatten. Sodass wir dann hingegangen sind, haben Beiträge gestundet. Das konnten wir auch individuell mit dem Vermittler abstimmen und, und. Also ein Maßnahmenpaket, wo wir immer reagieren auf Dinge, die von außen zukommen. Also da wird ja noch mehr kommen jetzt im Zuge der Ukraine-Krise. Wenn wir die Inflationsraten uns anschauen, dann wissen wir alle, dass in irgendeiner Form die Prämien irgendwann steigen werden, weil wir geben ja jetzt auch schon mehr aus für Haftpflichtschäden. Wir geben jetzt schon mehr aus im Hausratbereich für die Wiederbesorgung und Wiederbeschaffung. Und das wird sich irgendwann mal wieder auf die Prämienhaufen niederschlagen. Also auf der einen Seite, ihr seid jemand, mit dem kann man reden, gerade im Gewerbebereich, im Privatbereich. Ihr unterstützt schnell, so ist mein Eindruck auch, in den Tarifen. Auch beim Thema Hausrat war ja auch eine Sonderregelung für die Flüchtlinge jetzt, ne? Ja, auch da eine Sonderregelung. Und sagen wir mal, wenn du Schnelligkeit ansprichst, dann ist das ein Punkt, wo wir sagen, wir wollen nicht lange rummachen, weil wenn ein Schaden da ist oder wenn die Risikosituation sich ändert, dann möchte man gleich reagieren und dann soll der Vermittler auch da einen Haken dran machen können. Weil irgendwann steht man im Risiko und überlegt, welche Lösung kann ich für meinen Kunden schaffen. Und in irgendeiner Form kriegen es relativ schnell hin, weil wir ja telefonisch gut erreichbar sind und die Mitarbeiter auch eine sehr breite Ausbildung haben und Kompetenzen und Fähigkeiten, was die Tarife angeht und auch Zusagen geben können. Also von der Seite her wollen wir, dass, wenn ein Anruf kommt, auch das Thema erledigt wird, egal aus welcher Richtung das kommt. Hat sich das denn dann auch ausgewirkt? Jetzt bei Corona haben wir jetzt ja 2 Jahre Erfahrung in den Zahlen, also vielleicht einerseits in der Gesamtzahl, aber andererseits vor allen Dingen auch in den gewählten Tarifen, dass eher bei der Unfall dann höherwertige Tarife gewählt wurden als vorher oder Ähnliches, oder ist das gar nicht spürbar? Also es ist, als Corona anfing, kann ich dir sagen, da war so meine oder unsere Schätzung, dass wir im Neugeschäft wahrscheinlich so 10-15% weniger, also dass es etwas sinkt, aber dass genau das Gegenteil ist eingetreten. Das Neugeschäft ist gestiegen, auch in den zurückliegenden wirklich 2 Jahren.
Das ist erstaunlich, aber wir haben gemerkt, dass viele Vermittler und unsere Makler dann den Bestand auch bearbeitet haben und wesentlich mehr Zeit darauf verwendet haben, sodass man da Steigerungen, also die Tarifwechsel vornehmen konnte in eine höherwertige Tariflinie, aber auch bei den Neukunden sind neue dazugewonnen worden und Bestände umgedeckt worden. War das über alle Sparten gleich oder bezog sich das hauptsächlich auf bestimmte Sparten? Also stärker war es in Haftpflicht, also in der PHV, in der THV. Unfall ist eigentlich gleich geblieben. In der Betriebshaftpflicht aufgrund der Thematik Betriebsschließung, das Thema hat uns ja auch ein bisschen erwischt aus dem Geschäft, haben wir uns verabschiedet. Und in der Richtung ist dann natürlich das Geschäft, das neue Geschäft in der Sparte ausgeblieben, ne, weil wir uns von dem Punkt verabschiedet haben. Ja. In der Haftpflicht habt ihr dafür im Januar ja ein großes Tarif-Update gemacht. Vielleicht ist das noch nicht jedem Kollegen so geläufig. Willst du da mal zu sagen, was da so die großen Highlights sind im Vergleich zum Vorgängertarif? Gut, wir haben in der Tarifstruktur von die Tarifvarianten haben wir einmal außer Familie Single noch einen Paartarif, also Paar ohne Kinder eingeführt und sind in den Versicherungssummen in den drei Tariflinien einfach gut, besser und komplett von 25 in gut auf 50 in der mittleren Variante, dann auf 70 Millionen Euro in der Komplettvariante. Liegen, haben noch zusätzlich einen Schadensfreiheitsrabatt gewährt, 10%, wenn in den letzten 3 Jahren kein Schaden stattgefunden hat. Und unabhängig davon, also wenn du dich versicherst heute und hast morgen den Schaden, dann bleibt dieser Rabatt. Also die werden nicht wieder hochgestuft? Nein, du wirst eben nicht hochgestuft. Ja, genau. Okay. Und das Thema Cyber, habt ihr das inzwischen auch mit aufgegriffen? Das wird ja, wir im haben eigenen, Bereich wichtig. Ja, wir haben einen eigenen Baustein Cyber dazu gepackt, der auch da Deckung bietet in diesem Bereich. Er heißt Your Cyber Privat, sodass man hier im Bereich der telefonischen Rechtsberatung bei privaten Angelegenheiten, bei Cybermobbing, die psychologische Unterstützung, individuelle Reputationsmanagement heißt das. Es gibt einen Beratungsrechtsschutz bei privaten Urheberrechtsverstößen, aber auch so einen aktiven Strafrechtsschutz, wenn Schädigung der eigenen Reputation oder der Identitätsmissbrauch da ist. Ne? Also den haben wir jetzt wirklich eingeführt, machen das auch mit der Roland, die als Versicherer, Roland-Rechtsschutz, die als Versicherer dabei steht. Ja. Mhm. Das heißt, da kommen tatsächlich dann in die Haftpflicht dann schon Rechtsschutzelemente mit rein. Ja. Wie auch in der Tierhalterhaftpflicht habt ihr das ja in einigen Bereichen auch drin. Heißt es, ich kann mir dann den Rechtsschutz sparen oder ist das eher für die, die sich keinen Rechtsschutz gönnen wollen? Also den Rechtsschutz sparen, das soll man nicht, um Gottes Willen, weil, so wie du gerade gesagt hast, ist es korrekt, wenn ich keine Rechtsschutzversicherung habe, dann wären in der Tierhalterhaftpflichtversicherung diese Leistungen wie Schadenersatzrechtsschutz, also wenn ich gebissen wurde als Halter, wäre mit drin, oder der Vertragsrechtsschutz, wenn mein Hund aufgrund der Hüftdysplasie, die sie andauernd hat, ich vom Züchter da eine Entschädigung haben will oder eine Kaufpreisminderung oder meine Kutsche gekauft habe und da gibt es Ärger. Aber auch Steuerrechtsschutz, Strafrechtsschutz, auch wichtig, wenn mein Hund jemanden gebissen hat, gibt es automatisch immer einer Strafanzeige wegen Körperverletzung. Und da muss ich mich wehren. Mhm. Also diese Leistung haben wir mit reingepackt in die Tierhalterhaftpflicht. Das übernimmt die Auxilia, weil wir ja kein Rechtsschutzversicherer sind. Haben wir das mit der Auxilia gemacht. Und das wird wirklich ausgenutzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Auxilia da keinen Spaß dran hat, aber die Schadenquoten sind so gerade an der Grenze. Also es wird genutzt. Ja. Ist es wie wird es denn abgeschlossen im Privathaftpflichtbereich, dieser Zusatzbaustein? Wird der oft gewählt oder ist das eher selten? Nee, wir haben eine Durchdringungsquote bei jedem fünften Antrag von 10, also die Hälfte schließt mit diesem Baustein Strafrechtsschutz ab. Das hat uns auch überrascht, weil
dieser Baustein Strafrechtsschutz in der Privathaftpflicht, der sagt ja aus, dass wir oder dass du Leistung bekommst, wenn gegen dich ein Vorwurf vorliegt, also eine Strafanzeige vorliegt. Mhm. Allerdings kann die auch vorliegen gegen eine Vorsatztat. Das heißt, du bist Schatzmeister und man wirft in einem Verein und man wirft dir vor, du hättest in die Kasse gegriffen. Ja? Oder die Kindergärtnerin, ihren Schützling in ein Zimmer gesperrt. Das heißt dann Missbrauch oder Freiheitsberaubung. Ne? Oder die PTA, pharmazeutisch-technische Assistentin, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat, weil sie ein falsches Medikament rausgegeben hat, was sie nicht darf. Das sind alles klassische Vorsatztaten, die ein normaler Rechtsschutzversicherer in der privatberuflichen Verkehrsrechtsschutz nicht ersetzt, es sei denn, man hat diesen speziellen Straf. Mhm. Ja? Und hier für 16 Euro, das kostet der Baustein, ist die komplette Bandbreite dieses Spezialstrafrechtsschutzes mitversichert, unabhängig auch davon, ob ein Haftpflichtschaden vorliegt. Das ist auch wieder seltsam, das muss man dazu sagen, aber wenn du eine Strafanzeige bekommst wegen Steuerhinterziehung, dann wäre das erstmal über deine Privathaftpflichtversicherung, über diesen Baustein mitversichert bis zur rechtskräftigen Verurteilung. Also wenn du verurteilt wirst deswegen, musst du wieder zurückzahlen. Da muss der Kunde nur noch dran denken, dass er das damals abgeschlossen hat, beziehungsweise der Makler. Ja, da muss er immer dran denken, ja. Ja, aber das heißt, wenn der Kunde jetzt einen normalen Rechtsschutz hat, ohne Spezialstrafrechtsschutz, dann kann dieser Baustein eben ebenfalls ergänzend Sinn machen. Ja. Ich könnte ihn nur weglassen, hätte ich einen Privatrechtsschutz, der schon den Spezialstrafrechtsschutz mit beinhaltet. So ist es. Ja, das ist korrekt. Das erklärt dann auch die hohe Abschlussquote. Ne? Ja, weil auch vom Beitrag her ist er ja mit 16 Euro relativ oder günstig. Wenn man das woanders, also bei den Rechtsschutzversicherern versichert oder zusätzlich zu dem versichert, dann kommt man teilweise auf das Gebiet. Ja, ganz anderes Thema, aber auch eine eurer Sparten, Thema Unfallversicherung. Da seid ihr ja jetzt seit längerem schon auch neu und sehr stark aufgestellt mit der Tariflinie. In der Dreigliederung gibt es denn da Erfahrungen, die du teilen kannst, welche Tarife da am häufigsten bei euch gewählt werden? Ihr habt da ja auch die drei Sparten, sagst du mir einfach. Ja, einfach gut, einfach besser und die einfach komplett. Einfach komplett. Lösung. Ja. Ich klicke immer nur auf einfach komplett, von daher weiß ich die. Ja, anderen. Genau. Aber da hast du schon den Punkt erwischt. Also das meiste läuft in diesen einfach komplett Tarif rein. Das ist das, was wir so sagen, so 60% geht in diesen Tarif. Die günstigste Variante, also dieser einfach gut, der in der Regel AOB, etwas, also mehr als AOB-Deckung hat, aber günstig ist, der wird so, da gehen 10-15% rein. Der Rest ist in der Mitte. Wobei wir in den ersten beiden ja keine Gesundheitsfragen stellen. Aber wie gesagt, man muss aufpassen über diese versteckten Ausschlüsse, die es ja gibt, wenn sie Freizeit oder wenn du Freizeitaktivitäten hast. Es gibt natürlich Unfallversicherer, die als Führer von zulassungspflichtigen Krafträdern oder Motorrädern, Leichtkraftrollern, die das ausgeschlossen haben in ihren Bedingungen. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Gerade bei den Tarifen ohne Gesundheitsprüfung, oder? Ja, genau. Also nicht bei uns, sondern bei Mitbewerbern, die das grundsätzlich ausschließen. Also unabhängig, ob Gesundheitsfragen gestellt werden oder nicht. Ne? Mhm. Und dann gibt es auch bei der Mitwirkungsklausel, muss man auch aufpassen, da gibt es Unfallverträge oder Unfallversicherer, die komplett auch auf die Gesundheitsfragen verzichten. Die regeln dann aber bei der Mitwirkungsklausel bei schweren Krankheiten Ausschlüsse, sodass dann während der Laufzeit können dann eben Krankheiten oder Gebrechen, die eintreten, wie Glasknochenkrankheit, MS, Multiple Sklerose oder Parkinson, die sind dann außen vor. Also da muss ich hätte dann zwar eine 100% quasi Ausschluss-Mitwirkungsklausel, aber dann wieder Ausschlüsse davon. Ja. Ja. Und bei der HK hätte ich in dem mittleren Tarif, glaube ich, 75% ja. Mitwirkungsanteil. Genau. Ja. Dafür aber keine Ausschlüsse. Ja. In der Komplett eben verzichten wir auch komplett auf die
auf die Mitwirkung. Ne? Genau, da habt ihr halt dann ein paar Gesundheitsfragen. Ja, ja. Genau. Also spannender Hinweis für die Kollegen ist, bei der Unfall mal die Ausschlüsse in den Bedingungen lesen, sowohl bezogen auf Gesundheit als auch besondere Risiken bei Hobbys und Freizeit. Ja. Mhm. Und was sind so die üblichen Summen, die in der Regel abgeschlossen werden? Ja, die üblichen Summen, das ist in der Regel immer so 100.000er Progression und 100.000er Invaliditätsleistung und 350er Progression. Das ist so das, was üblich ist. Mhm. Man hat die Möglichkeit, wir haben mit dem Matthias Behnken mal so einen Summenrechner angelegt und gesagt, Mensch, da habe ich die Möglichkeit, kann das Nettoeinkommen eingeben und kann dann den Bedarf, die Summe errechnen, wie hoch sollte eine Invaliditätsleistung sein, damit ich, wenn ich morgen aufgrund eines Unfalls invalide werde und nicht mehr arbeiten kann, meine Arbeitskraft oder meine Arbeitsleistung oder einen Teil des Nettoverdienst oder komplettes Nettoverdienst absichern kann. Mhm. Da kommen natürlich dann ganz andere Summen raus. Klar, die sind deutlich höher. Es kommt immer darauf an, wie setze ich die Unfall ein? Ist es eine Ausgabenabsicherung zusätzlich zu einer bestehenden Arbeitskraftabsicherung über eine BU etc.? Dann brauche ich wahrscheinlich nicht die Millionensummen. Oder ist es tatsächlich jemand, der einfach nichts anderes mehr bekommt und der letzte Rettungsanker wäre dann zumindest mal den Unfall zu versichern, dann sollte man es eher nach dem Rechner ermitteln. Mhm, genau. Ist der frei verfügbar, dieser Rechner? Der ist frei verfügbar, ja. Auf der Website der HK, oder? Ja. Dann können wir den ja mal in die Shownotes verlinken. Im Rechner ist auch schon ein Link dabei, sodass man den dann anklicken kann. Okay, cool. Und wird die Plus-Progression oft gewählt oder kannst du die mal kurz beschreiben und dann sagen, ob die oft gewählt wird? Ja, die Plus-Progression wird gewählt, sagen wir mal, auch halbe. Ich glaube, da muss man auch noch mal nachschärfen. Auch jetzt in den nächsten Rundschreiben werden wir das Thema auch nochmal angehen. Weil die normale Progression sieht ja so aus, dass du die 100%ige Invaliditätsleistung bekommst, wenn du auch 100% invalide bist. So. Bei der Plus-Progression bekommst du 100% der Leistung, wenn du 75% bei Invaliditätsgrad von 75%, also wesentlich früher. Und dann sollte man auch sehen, dass so dieser Verlauf der Progression, der Progressionsverlauf ja auch erst unterscheidet, dass sich von Versicherer zu Versicherer. Und also da muss man auch nochmal aufpassen. Und dann an so einem Beispiel kann man relativ schnell sehen, was das im Prinzip auch ausmacht, wenn man die Plusprogression wählt. Das schiebt ja die ganze Kurve nach vorne. Ja. Also einmal, du hast einmal ja drei unterschiedliche Gliedertaxen, wo man das steuern kann. Nehmen wir mal das Thema die Hand. Ne? Also Hand weg, dann gehen wir mal von der Komfortlinie aus. Da sind es 75% ist der Handwert bei der Gliedertaxe Komfort. Mhm. Und wenn wir eine 500 Progression rechnen, dann ergibt das in dieser Variante 300%. Das wären dann eine Entschädigung von 300.000 Euro. Im Vergleich zu der Komfortvariante Plus sind das 200.000 Euro weniger, weil da bekomme ich bei 75% 500% und das sind 500.000 Euro und dafür sind 200.000 Euro mehr als bei der normalen Variante. Also das sind so Unterschiede, die sind groß. Ne? Und der Beitragsunterschied ist eben im Verhältnis, finde ich, nicht so groß. Deshalb, also wir wählen eigentlich immer die Plus-Progression mit. Ja. Dazu kann ich also jedem empfehlen, das sich mal genauer anzuschauen. Und der Hinweis ist auch wichtig, ne? Plus-Progression heißt es bei mehreren Anbietern, aber es ist nicht immer der gleiche Verlauf dann. Also wann die 100% dann erreicht sind, unterscheidet sich. Ja. Je nach Anbieter. Ja. So ist es. Wird dieses Integral-Franchise eigentlich oft gewählt? Und in welchen Situationen? Nein, also da muss ich sagen, die Integralfranchise wird nicht oft gewählt. Das ist also allein, ich glaube, erstmal schon dieser Begriff. Das ist ja nichts anderes wie eine Selbstbeteiligung, dass man sagt, ab einem Invaliditätsgrad von so und so viel Prozent gibt es Leistung. Also das
Macht natürlich in vielen Fällen Sinn, so sehe ich das, wenn man nicht mehr arbeitet, das heißt Rentner, nimm mal meine Person, 2 Jahre oder so, dann kommt der Hinweis, jetzt gehe ich in die Rente und was brauche ich denn? Oder warum, worauf kommt es mir, kommt es an? Es kommt bei mir darauf an, zu sagen, naja, wenn ich meinen Unfall habe, ich bin Invalide, muss mein Haus umbauen, muss brauchen ein Behindertenfahrzeug und. Aber mir kommt es nicht mehr darauf an, dass ich bei einem Kreuzbandriss die 5 oder 7 oder 8 oder 10.000 Euro bekomme. Das brauche ich nicht. Da ist der Einbau einer Integralfranchise, macht das. Das heißt, bei der Haftpflichtkasse, wenn ich das einbaue, dann bekomme ich bei 0 bis 25 Prozent Invalidität noch keine Invaliditätsleistung, aber darüber hinaus. Genau, so ist es. Aber alle anderen Zusatzleistungen, wie meinetwegen Rettungs-, Bergungskosten und so weiter, die sind bei jedem Unfall trotzdem versichert. Die bleiben, ja. Das heißt, in die Richtung, weil ja dann irgendwann auch der Beitragssprung im Alter kommt, ist das durchaus ein cleveres Mittel, um zu sagen, ich kann mir auch die ganzen Zusatzleistungen ja voll erhalten und den Beitrag trotzdem bezahlbar halten. So ist es. Right. Ja, du sagst ja, die Haftpflichtkasse kann 3 Sparten. Ihr könnt Haftpflicht, Unfall, Hausrat. Und es soll immer allen dreien Spaß machen. Das finde ich auch eine schöne Aussage, dass es immer dem Kunden soll es, ja, ob es dem so Spaß macht im Leistungsfall, aber zumindest nicht für zusätzlichen Ärger sorgen. Es soll dem Vermittler und dem Versicherer auch Spaß machen. Haftpflicht und Unfall haben wir gestreift. Lass uns nochmal auf die Hausrat blicken, denn auch da gibt es ja ein paar Tarif-Highlights, gerade vielleicht jetzt wieder relevanter mit der Hochwasserkatastrophe, die wir hatten, dass es wieder mehr in den Fokus gerückt ist, das ganze Thema Elementar. Wo siehst du da eure Stärken? Ja, ich sehe die Stärken darin, dass wir sagen, wir verzichten auf die Einstufung der Zürzonierung. Das heißt, für 26 Euro mehr Prämie kann eigentlich jeder elementar abschließen, egal wie weit oder wie nah oder dicht er an einem Wasser oder Fluss oder wo auch immer ist. Die Voraussetzung, die es da gibt, ist die, dass man in den letzten 5 Jahren die Frage stellt, ob in den letzten 5 Jahren ein Elementarschaden vorhanden war. Ja. Mhm. Wenn nein, nehmen wir jeden im Elementarbereich. Also ich habe jetzt im Urlaub ein Haus gesehen, das stand in der Innenstadt, so ein Altbau, direkt im Fluss, nicht nur am Fluss, also rechts und links floss der Fluss vorbei. Auch das wäre dann versierbar, wenn eben die letzten 5 Jahre kein Elementarschaden als Vorschaden bestand. So ist es, ja, das ist korrekt. Sehr cool. Und hat sich da jetzt nach der Hochwasserkatastrophe in den Zahlen bemerkbar gemacht, dass jetzt mehr elementar oder auch unbenannte Gefahren ja dann Baustein mitgewählt wird? Ja, das haben wir, kann man ganz deutlich feststellen. Also das ist genau auch, wie du sagst, diese beiden Dinge, die auch für mich wichtig sind. Also einmal elementar, weißt du, die meisten reden über Fahrräder und ja klar, wir versichern die Fahrräder oder die Fahrräder sind bis 10.000 Euro und Sportgerät auch prämienfrei mitversichert. Aber ich glaube, das Wichtigste sind diese Dinge elementar und der Bereich unbenannte Gefahren. Und das kann man wirklich deutlich sehen, dass das diese beiden Bausteine oder Zusatzbausteine haben um ein Drittel angezogen. Das wird verstärkt abgeschlossen, ja. Da ein, zwei Praxisbeispiele bringen für das Thema unbenannte Gefahren, wo du sagst, da ist es besonders wertvoll? Ja, wenn man sich Ahrweiler anschaut, wer hätte damals mal gerechnet damit, dass man irgendwelche Container an die Hauswand kratzt oder dass ich irgendein ein Garagentor in meinem Wohnzimmer habe. Die Beispiele, die Versicherer immer hatten, waren natürlich das Wildschwein, was durch die Wohnung rennt und da was zerstört. Aber das hat sich im Ahrtal oder auch bei anderen Ereignissen ergibt sich das anders. Ne? Du hast auf einmal eben da Gegenstände drin, die du vorher, mit denen du ja gar nicht rechnen kannst. Ne? Und das sind alles Dinge, die über das Thema unbenannte Gefahren mitversichert sind. Und auch andere Dinge, wo du dann sagst, Mensch, wir haben Situationen, dass die Pumpwasserwerke das Grundwasser nicht mehr abpumpen konnten und dadurch
die Keller vollgelaufen sind, obwohl es eigentlich dann kein Starkregen mehr war, Ereignis mehr war, sodass da auch in vielen Fällen auch abgelehnt wurde. Das wären alles so Sachen, die auch über das Thema unbenannte Gefahren dann mitversichern. Also wenn das Grundwasser einfach von unten hochdrückt in den Keller und eben nicht an der Oberfläche erstmal war, ne? Dann ist es kein Elementar, sondern dann nur noch über die unbenannten Gefahren versichert. Die Haftpflichtkasse ist ja jetzt kein Billigversicherer, aber ich kann aus eigener Erfahrung im Brustton der Überzeugung sagen, im Schadenfall flutscht es halt dafür. Und hat sich dann noch kein Kunde beschwert, dass er dann 20 oder 25 Euro mehr Beitrag gezahlt hat. Was ist denn da als Unternehmen euer Zaubermittel, wo ihr sagt, deshalb sehen wir uns da auch als Serviceversicherer und legen eben weniger den Fokus jetzt auf den billigsten Preis, sondern einfach auf ein gutes Komplettpaket? Also wir glauben, und ich glaube, das ist auch in vielen Gesprächen, kriegt man das ja mit, an allererster Stelle interessiert einen Endkunden oder interessiert der Kunde, wenn er einen Schaden hat, dass dieser Schaden korrekt, schnell, unbürokratisch über die Bühne läuft. Und wenn das nicht funktioniert, dann kriegt der Vermittler Ärger, weil nicht der Ärger kommt nicht auf uns zu, sondern der geht erstmal nicht. Und das wollen wir vermeiden und mit aller Kraft, weil da muss man sich beweisen und behaupten auch. Und da interessiert auch einen Kunden gar nicht mehr, ob er seinerzeit viel oder wenig bezahlt hat, sondern dann möchte er nur das, was ich gerade gesagt habe. Das ist mit einem höheren Personalaufwand zu schaffen. Wir sind eben keine Aktiengesellschaft. Wir haben keinen Aktionär, der in irgendeiner Form auf die Dividende pocht, sondern ein Verein auf Gegenseitigkeit. Da können wir uns das erlauben und sehen zu, dass wir das wirklich auch mit Hilfe der Automatisierung, wir haben fast die Hälfte der Schäden werden online gemeldet und werden auch innerhalb von teilweise 10 Minuten erledigt, wenn es jetzt nicht großartige Dinge sind. Das ist im Hausrat natürlich nicht schnell zu machen, aber in der Privathaftpflicht geht das relativ flott. Und natürlich Rückfragen, die wir, die telefonische Erreichbarkeit, über die wir wirklich sehr, sehr viel abwickeln dann auch. Messt ihr das auch? Also zum Beispiel das Thema Erreichbarkeit, wie lange hänge ich in der Warteschleife oder solche Sachen? Ja, das messen wir und das sind aber so Ausmaße, die man aus Wahlen kennt, die in den Ostblockländern stattfinden, ne, dass man sagt, ja, wir sind 98,9% erreichbar. Das klingt alles so, aber es ist so. Ja, wir haben eine Kerntruppe von hochqualifizierten Leuten, die den ersten Anruf entgegennehmen und dann fallabschließend in 89% aller Fälle das auch hinbekommen. Egal, ob du jetzt aus dem Bereich Vertrag, Schaden oder Inkasso oder Vertrieb kommst, das wird relativ schnell einen Haken dran gemacht. Und uns ist ja auch lieber, du rufst nicht nochmal an oder zweimal an oder dreimal an, weil du keinen bekommst, sondern dass jemand diesen ersten Anruf bekommt. Die Mitarbeiter sind so qualifiziert, dass sie in der Lage sind, in der Regel den Anruf sofort fallabschließend zu bearbeiten, egal wenn ich jetzt quasi an die Leitung bekomme, zufällig. Ja. In 11 oder 12% der Fälle wird weiter verbunden, aber in die Fachabteilungen. Aber auch da passiert natürlich eins, dass die Kompetenz halt da ist. Das kriegen wir immer wieder mitgespiegelt auch. Und da legen wir auch Wert drauf. Wir müssen wissen, wenn irgendetwas nicht passt. Weil nur wenn wir das wissen, können wir das ändern. Ja. Sehr cool. Mir fällt auch noch ein, ich hab ja auch meine Hausrat in eurem Hause und ich hatte einen Hausratschaden vor 2 Jahren und den hatte ich auch online gemeldet und ich glaube, es war am nächsten Tag, hatte ich das Geld auf dem Konto. Ich wollte mal gucken, wie ist eigentlich der Stand und da war schon reguliert. Also Thema Schnelligkeit, das funktioniert tatsächlich extrem gut. Sogar mit der Hausrat. Ja, sogar mit der Hausrat. Bei einem kleinen Schaden zumindest. Ja. Ja, Walter, ganz herzlichen Dank für diese Insights. Und wer mehr erfahren möchte über die Haftpflichtkasse, würde ich sagen, du hast ja gerade gesagt, man braucht nur anrufen und man erreicht jemanden. Deshalb würde ich sagen, einfach mal anrufen. Die richtige Telefonnummer und weitere Kontaktdaten packen wir einfach in die Shownotes rein. Wäre dir das so recht? Ist das der richtige Kontaktweg? Gerne. Dann machen wir das so.
Sehr cool. Dann sage ich ganz lieben Dank an dich und dir, lieber Hörer. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen sich der Walter und ich auch über eine Bewertung, sowohl bei Apple Podcast als auch bei Spotify. 5 Sterne einfach anklicken und schon ist erledigt. Und jetzt erstmal Sayonara. Tschüss, bye-bye. Bis zur nächsten Folge bei Volle Deckung.